war Dogs for Democracy von Leonie Faschian, Susanne Zeig und Tim van Beveren. Ja, schön, dass wir heute Abend da sein dürfen. Wir sind von der Gruppe Dogs for Democracy. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich innerhalb der AG Doc gegründet hat. Das ist der größte Berufsverband für Filmschaffende in Deutschland. Und ja, wir können uns erstmal ganz kurz mit Namen vorstellen oder wer wir sind. Ich bin Leonie. Ich bin keine Filmschaffende, noch nicht. Ich bin Vertreter ein bisschen anderes Klientel in der Geschichte. Ich habe mich dafür interessiert, Filme zu machen, bin dann an die Teilnehmenden aus dieser Gruppe gekommen. Mir wurde sehr davon abgeraten, in die Dokumentarfilmbranche einzusteigen, so wie sie jetzt gerade existiert. Außer dieses Projekt kommt durch und das habe ich natürlich dann wahrgenommen und unterstütze die Gruppe im Moment, so gut es geht. Ja, ich bin Tim van Beveren, Filmemacher aus Berlin. 35 Jahre öffentlich-rechtliches Fernsehen auf dem Buckel und engagiere mich bei Docs for Democracy, weil ich denke, dass das die Zukunft ist, wie man überhaupt Dokumentarfilme machen kann in Deutschland. Das ist schön. Und ich bin Susanne Zeig. Ich bin im Bundesvorstand der AG Doc. In unserer Gruppe gibt es noch ein anderes Mitglied, das aus dem Bundesvorstand ist, der Tore Flipp, der auch sehr aktiv in diesem Projekt aktiv ist. Mein Schwerpunkt liegt eher auf unabhängigen Dokumentarfilmen und da bin ich in verschiedensten Bereichen unterwegs. Und bevor wir anfangen, das Projekt vorzustellen, wollten wir mit einem kleinen Quiz mal anfangen und eine Frage eigentlich in den Raum. Was schätzt ihr, wie viel Prozent anteilig des Gesamtbudgets die ARD insgesamt für dokumentarische Formate ausgibt? Also ARD mit WDR und so weiter, so im Durchschnitt. Ich habe irgendwo noch Zahlen aufgeschrieben. Also es geht um Prozent. Alles, was länger ist als 15 Minuten, was schätzt ihr? Wie viel vom Gesamtbudget? Wie viel vom Gesamtbudget? Sag mal. 60, nee, mehr, 60. Nee, 30. 30. Okay, andere was? Zahl, 30? Halbes Prozent sagst du, 0,5? Du sagst 10, alles klar. Okay, dann haben wir 3. Also du warst mit deinen 0,5 schon ganz gut, wir sind bei 0,77%. Und das muss man sich reinziehen, weil da geht es wirklich um alles, was über 15 Minuten ist. Das sind Auftragsproduktionen, das sind Inhouse-Produktionen etc. pp. Genau, das stellen wir gerne vorne an, um auch so ein bisschen die Herleitung zu machen, warum wir dieses Projekt eigentlich jetzt initiiert haben. Also wir gehen jetzt von der Netzpolitik ein bisschen in die Medienpolitik. Und Docs for Democracy, ich mache mal den Anfang. Wie ist es mit den Folien? Ist eigentlich ein Reformvorschlag. Also es geht um einen Medieninnovationsfonds und wir setzen da an, dass wir sagen, öffentliches Geld für öffentliches Gut. Also wir wollen, dass Filme produziert werden von öffentlichem Geld und dann auch irgendwie frei zugänglich sein sollen für die Gesellschaft. Also als öffentliches Gut unter anderem auch im Netz dann zur Verfügung stehen. Genau, wir haben verschiedene Kriterien, Eckpunkte. Das eine ist unabhängig und gemeinwohlorientiert, soll das Ganze laufen. CC-Lizenzierung für umfassende Verfügbarkeit, Vollfinanzierung dokumentarischer Inhalte. Wir gehen auf die einzelnen Punkte nachher nochmal genauer ein, was das bedeutet, was das heißt. Und Stärkung des Dokumentarfilms im Kino und durch alternative Auswertungswege werden wir dann auch nochmal genauer erklären. So, Produktions- und Lizenzmodell bist du. Ja, wir stellen uns das Ganze vor, so, dass wir neue Produktions- und Auswertungsmöglichkeiten besonders für Wissens- und Bildungsmedien bereitstellen. Und ganz, ganz wesentlich für uns sind faire Vertragsbedingungen mit angemessenen Vergütungen für Medienmacher und Medienmacherinnen. Warum sage ich das? Mach mal bitte die nächste Folie. Ihr wisst alle, Filme machen, ja, wurde eben auch gerade gesagt von der Kollegin, Filme machen kostet Geld. Bei Filme machen wird es auch mal sehr teuer. Man hat da gleich so mehrstellige Beträge. Ich habe hier hinten mal, das ist der Tarifvertrag Verdi, die sitzen hier so ein paar Häuser weiter. Das sind die geltenden Wochengagen für Angestellte in der Filmbranche.
Ich, wie gesagt, bin seit 35 Jahren in der Filmbranche tätig. Ich lebe in Berlin. Mir sind in den letzten 2 Jahren keiner meiner vielen Kolleginnen und Kollegen bekannt, die Filme machen regelmäßig, die diese Gagen bekommen hätten. Ja, weiß ich, Susanne, du arbeitest als Kamerafrau, kriegst du 3.060 Euro die Woche? Naja, das kann man ja eh nicht so rechnen. Also ich habe ab und zu Aufträge und auch... Das ist das Wunschdenken, ja, das ist der Tarifvertrag, aber da hält sich kein Mensch dran, auch nicht die Sender. Das einfach nur mal dahin, und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, faire Verhandlungen. Wir haben vor, wie soll das Ganze finanziert werden? Ja, ganz räuberisch, wir sagen, wir nehmen 2% des derzeitigen Rundfunkbeitrages und Erlöse aus der jetzt künftig anstehenden Digitalsteuer. Und die sollen in einen Medienfonds fließen. Und dann zur Verfügung stehen, wir reden jetzt hier von einem Volumen von ca. 160 Millionen Euro. Genau. Ich hatte vergessen zu sagen, wie viel hat eigentlich die ARD irgendwie insgesamt? Ne? Das waren 6,5 Milliarden hat die ARD zur Verfügung. Ja, genau. Ich wollte dich auch noch mal kurz ergänzen, weil das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Also Filmbranche ist sowieso extrem prekär, aber die Dokumentarfilmer sind das totale Prekariat irgendwie in der Filmbranche. Und du hattest also vorhin mal eine Zahl gesagt, 90%? 90% der Dokumentarfilme können, Dokumentarfilmer und Filmerinnen können nicht von ihrer Arbeit leben. Okay, dann können wir weitergehen. Das ist genau, das war jetzt erstmal so ein Rundumschlag um diese Idee, die existiert. Es ist natürlich interessant zu wissen, warum das für alle, es ist ein brancheninterner Vorschlag gewesen, beziehungsweise wir haben mehr und mehr Gespräche mit Menschen aus anderen Branchen. Warum ist es denn überhaupt für alle interessant, davon zu wissen? Und beziehungsweise, das ist ein Vorteil für die Gesellschaft, das ist immer so ein vielschichtiges Wort, aber beziehungsweise für alle medienkonsumierenden Menschen, die Vorteile davon sind eindeutig, dass die Inhalte, die produziert werden, öffentlich nutzbar sind. Das heißt, jeder kann auf diese Medien, die vor allem dokumentarische Medien, wie wir sie wollen, öffentlich zugreifen, muss keinerlei Gebühren zahlen, muss nicht hinter eine Paywall gucken, was auch immer. Das nächste Wichtige dabei ist, dass es nicht, wie es teilweise jetzt in den Mediatheken der Sendern der Fall ist, dass die Medien nach einer Weile wieder verschwinden aus dem Archiv. Die sind langfristig auffindbar, was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Abbildung von Diversität. Es gibt ja diesen immer stärker werdenden Diskurs, wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, die Menschen, die in der Medienlandschaft arbeiten. Das ist eine nicht homogene, aber doch homogenere Masse. Durch dieses Projekt, das wird aber nachher noch ein bisschen mehr erläutert werden, sowohl Inhalte als auch Besetzungen in der Filmelandschaft, in der Dokumentarfilmlandschaft diverser gestaltet werden, hoffentlich. Genau, das ist auch interessant, dass wir an den Film an den Dokumentarfilm von vorhin anknüpfen können. Die CC-Lizenzierung, die wir vorsehen, hat natürlich einen abgegrenzten rechtlichen Rahmen, der es vereinfachen würde, diese Medien in Schulen auch brauchbar, leichter auffindbar, verwertbar zu machen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, gerade bei extra inhaltsgehaltvollen Wissensmedien, die auch für SchülerInnen notwendig sind zu sehen. Genau, im Prinzip. Ja, ich würde dich da mal auch kurz ergänzen. Bitte. Wir hatten zum Beispiel auch Gespräche mit der Bundeszentrale für politische Bildung, Goethe-Institut etc. Und zurzeit ist das so, dass wenn die Filme, die sie für demokratiefördernd halten, nutzen wollen und auch in ihre Mediathek ziehen wollen, müssen sie wieder einkaufen. Also sie müssen eigentlich bei den Sendern dann nochmal Lizenzgebühren zahlen für Filme, die im Grunde genommen eigentlich schon irgendwie mit gesellschaftlichem Geld produziert worden sind, zum größten Teil. Ich meine, manchmal sind es Co-Produktionen. Manchmal sind es Co-Produktionen, aber der überwiegende Teil, also auch von gerade auftragsvoll bezahlten Auftragsproduktionen der Sender, das ist ja im Prinzip schon mal durch die Gebühr bezahlt worden, durch die Fernsehgebühren, die wir alle zahlen. Und es müsste eigentlich da sein. Genauso müsste auch das Material, also ich sehe das immer als Dokumentarfilmer, wenn ich irgendwelche historischen Ereignisse suche, es müsste ja eigentlich das Material, was die Tagesschau aufzeichnet, mit seinen eigenen Teams, also ARD-Teams oder auch ZDF-Teams, das müsste ja zur Verfügung stehen, dass man darauf zurückgreifen kann. Nee,
weit gefehlt. Wenn ich als Dokumentarfilmer dort eine Minute kaufen möchte, dann zahle ich dafür zwischen 3.000 und 4.500 Euro für die Minute. Dagegen, wenn der Sender von mir Material kauft, zahlt er dafür vielleicht 600 Euro. Das, was ich noch ergänzen würde, noch ganz kurz, es greift so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Wikimedia, das Wikimedia-Projekt Öffentliches Geld, Öffentliches Gut. Da wird auch sehr stark darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, die Medienlandschaft mit diesen Art von Formaten zu füttern, um ein mächtiges Gegengewicht zu den Fehlinformationen, Fake News, die ja frei zur Verfügung stehen, zu stellen. Das ist auf jeden Fall relevant. Ja. Vorteile für die Branche, wir haben es eben schon mal angedeutet, also es gibt bei unserem Modell eine angemessene und vollständige Finanzierung eines Films, das heißt sämtliche Herstellungskosten werden durch eine öffentliche Vollfinanzierung getragen und das gilt für dokumentarische Formate, also Dokumentarfilme, Dokus und iDocs. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass wir durch dieses Modell, dass eben alle angemessen vergütet werden, einschließlich der Produzenten. Und zwar, das wollen wir dadurch erreichen, dass wir einen Total Buyout machen. Das heißt, von vornherein wird eine Summe X auf die Kosten aufgeschlagen, die eben dieses Gap nach oben für die Rechte, die sonst vielleicht mühsam über 10, 20 Jahre durch Lizenzen wieder hereinkämen, ausgeglichen werden. Das heißt, die Leute werden anständig einmal bezahlt und dafür geben sie alle ihre Rechte ab und dafür steht es aber dann auch der Allgemeinheit für alle Zeit zur Verfügung. Und ein ganz wichtiger Punkt noch ist, wir haben mehr inhaltliche und künstlerische Freiheit durch die Direktbeauftragung, durch diesen Innovationsfonds für die Filmemacher und Filmemacherinnen und die Produzenten und Produzentinnen. Dazu muss man natürlich auch wissen, wie es dann so läuft normaler beim Sender. Wenn ich mit einem Sender produziere, da habe ich eine Redaktion, die nimmt unter Umständen sehr stark Einfluss. Wenn es um politische Dinge geht, kommt es vielleicht auch noch darauf an, welches Parteibuch der Redakteur in der Tasche hat und was er da gerne hätte. Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig und wirklich unabhängige Inhalte können da nur sehr schwierig produziert werden. Genau, das werde ich kurz nur erwähnen, weil das ist jetzt vielleicht, also das ist ja klar, was die politischen Entscheiderinnen daraus für Vorteile ziehen könnten. Es steht eine Reformierung des Medienstaatsvertrags an. Die Diskurse, auf die wir gerade aufsteigen, die existieren schon. Die Diskurse um die freie Lizenzierung von Inhalten, das unterstützen wir dann natürlich. Und für politische EntscheiderInnen muss es ja von Relevanz sein, darauf eine Fokussierung der Sender auf Information, Reflexion, Kultur und Bildung zu legen. Warte mal ganz kurz, da würde ich auch ganz noch mal ganz klar zu sagen, also was wir hier vorschlagen, ist eine Ergänzung zum öffentlich-rechtlichen System, wie es bisher existiert. Also es ist sozusagen eine Alternative parallel zu dem, was ist. Die sprechen gerade über Reformierung des Systems. Wir haben Leute in der Gruppe, zum Beispiel Thorolf Lipp, der seit 10, 20 Jahren, glaube ich, jetzt schon versucht hat, irgendwie da medienpolitisch was zu erreichen und dann irgendwann gesagt hat, nee, man braucht eigentlich eine Alternative, weil der Tanker ist so schwergängig. Die können einzelne Reformen machen und das tun sie auch, aber es muss sich eigentlich irgendwie viel stärker grundlegend was verändern. Und nochmal zu sagen, dieses Modell ist noch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Wir sind in vielen Sachen noch im Prozess und verfeinern das gerade noch. Und fordern von daher auch auf Input. Also da ist jeder Input gefordert. Und ich denke auch, aus eurem Bereich kann sehr wesentlicher Input für ein solches Projekt kommen, das auch noch weiter zu feilen und zu schleifen. Okay, eigentlich viele Sachen haben wir schon gesagt. Wir versuchen es auch mal ein bisschen fixer zu machen. Also 2% Rundfunkabgabe, das fordern wir. Und eben die gegebenenfalls auch eine Ergänzung durch die zukünftige Digitalsteuer. Wir sehen, dass es eigentlich irgendwie eine extra Medienstiftung geben muss, die unter dem Dach eines öffentlichen Trägers dann existiert. Weiter. Genau. Vergabekriterien, klar. Gemeinwohlorientiert auf jeden Fall. Diversität ist bei uns total wichtig, weil wir wissen, irgendwie, dass das ein großer Mangel ist im öffentlich-rechtlichen System auch und wir auch irgendwie die Inhalte, die wir gerne finden würden, also die meisten, die ich kenne, die gucken eigentlich kein Fernsehen mehr und vor allem, sie erreichen auch jüngere Generationen überhaupt nicht. Also das
spiegelt sich nicht wirklich irgendwie in dem Angebot wider, was wir bisher haben. Genau. Also es soll dann eben einen Stiftungsrat geben, irgendwie mit Jurys, das alles irgendwie rotierend. Eine Idee sind Bürgerinnenräte. Mach mal weiter. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Förderverfahren. Wie gesagt, es ist ein Antragsverfahren. Jeder kann einen Antrag stellen, der ein solches Projekt machen möchte. Dieses Projekt wird dann erstmal geprüft, formal geprüft, eben auch auf Machbarkeit, aber auch auf irgendwelche, wir haben es eben gesagt, es muss natürlich mit dem Grundgesetz konform sein. Also wir wollen nicht der AfD ein Forum liefern, damit sie Propagandafilme machen können und das dann öffentlich finanziert wird. Klar, da sind Schienen eingebaut bzw. Türen eingebaut, dass das nicht geht. Es soll eine Direktförderung sein durch divers besetzte Jurys. Aber noch, das ist die Besonderheit, wir haben was Zusätzliches drin, nämlich ein teilrandomisiertes Losverfahren für 50% der Projekte. Das heißt, die Jury fördert einen Teil der Projekte und die anderen, die jetzt nicht gefördert sind, kommen automatisch in ein Losverfahren und damit haben diese Projekte nochmal eine Chance, durch das Losverfahren auch eine Förderung zu bekommen. Das sind Modelle, die haben wir uns nicht ausgedacht, die werden sehr erfolgreich praktiziert von großen Wirtschaftsunternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen macht das. Volkswagen Stiftung arbeitet mit solchen Losverfahren und sehr erfolgreich. Da kommen ganz tolle Ergebnisse bei raus. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, was man fördern kann bei uns. Zum Beispiel Recherche und Treatment. Das ist immer das Aufwendigste, bevor ich überhaupt einen Film machen kann. Da bleiben auch ganz viele Leute schon auf der Strecke. Die haben dann vielleicht ein bisschen Geld und recherchieren und machen und tun, aber es reicht dann nicht. Da kann man unterstützen. Dann die Produktionsförderung, klar, den Film wirklich zu realisieren. Wir wollen aber auch etwas einführen, was es eigentlich nicht mehr gibt in der deutschen Förderlandschaft, nämlich die Postproduktionsförderung. Das heißt, ich habe schon einen Film gedreht und ich kann dann hingehen und diesen Film wirklich fertig machen, professionell fertig machen. Das gibt es kaum noch. Und schließlich wollen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, wie diese Filme vertrieben werden können und ausgewertet werden können. Da ist es durchaus auch interessant für Kinos. Also man sagt immer, naja, wenn der Film doch dann CC-Lizenz ist und im Netz steht, was soll das für ein Kino interessant sein? Ich habe mit ganz vielen Kinobetreibern gesprochen, jetzt während Corona, die sagten, boah, fänden wir total toll, wenn es da solche Filme gäbe, dann könnten wir einen Docs for Democracy, einen Dokumentarfilmtag machen, zum Beispiel dienstags, und dann gibt es für einen Euro einen Film, weil wir nicht mehr Verleihgarantien bezahlen müssen. Das heißt, jeder Hartz-IV-Empfänger kann ins Kino gehen. Genau. Wir hatten da nochmal explizit drüber nachgedacht, wie kommt das Produkt, der Film dann zum Publikum, wie findet er das irgendwie? Und es war explizit ein Gedanke, dass innovative Auswertungsmodelle auch unterstützt und gefördert werden, wie zum Beispiel ambulantes Kino, wirklich in die Dörfer auch irgendwie wieder zu gehen, Touren mit Filmschaffenden zu machen und diese Diskursräume zu eröffnen, die Dokumentarfilme ja als Potenzial auf jeden Fall auch mit sich bringen. Die Idee ist dann, das kann ich ganz kurz nur sagen, dass es ein quasi dieses Gütesiegel Docs for Democracy dann auch existiert. Menschen, die die Art von geförderten Medien konsumieren, wissen durch dieses Siegel, durch welche Kriterien es gefördert wurde und dass es nicht, dass es unabhängig gefördert wurde, nicht auf Basis von Quotenorientierung oder sonstiges, was es abhängig machen würde. Das Wichtigste da drin ist auch, dass es kein profitorientierten Verwertungsinteresse unterliegt. Ja, Verbreitung über öffentlich zugängliche Medienplattformen, im Internet zum Beispiel, schrankenlos in Schulen, Hochschulen, im Unterricht, in der Wissenschaft, in Bildungseinrichtungen. Die Landesmedienzentren sind interessiert daran. Bundeszentrale für politische Bildung, wir haben sie eben schon mal angesprochen, die müssen jetzt teuer einkaufen, die könnten solche Filme natürlich vertreiben. Goethe-Institute, die kommunalen Kinos und die Kinemathek. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo solche Filme dann auch gezeigt werden können. Also nicht nur am kleinen Bildschirm zu Hause oder auf dem iPad, sondern auch im großen Kino. Fragen? Seid ihr dran? Also, vielen Dank erstmal. Kann ich hier stehen? Also, wir wundern uns. Und zwar habt ihr viel über den Soll-Zustand geredet von der Förderung. Was ist denn der Ist-Zustand, wenn Öffentlich-Rechtliche jetzt einen Dokumentarfilm in die Herstellung bringen wollen?
Nur die Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt, wenn du einen Dokumentarfilm machen möchtest überhaupt. In Deutschland? Ja, überhaupt. Also wie gesagt, es ist, gut, muss man vielleicht mal ein bisschen kurz ausholen. Es gibt diese Gebilde, aber es ist oft sehr, sehr eng verzahnt. Wenn du heute einen Dokumentarfilm machen willst, dann brauchst du, wenn du Filmförderung beantragst, also eine der Filmförderungen der Länder zum Beispiel, dann brauchst du eigentlich einen Sender dabei. Sonst hat das Ding schon mal gar keine Chance, dass es hinkommt. Zweitens, die meisten Förderungen sind heute, die Filmförderungen sind bedingt rückzahlbare Darlehen. Das heißt, sie müssen zurückgezahlt werden aus den Erlösen. Das heißt, man prüft schon, wenn der Antrag eingereicht wird, ob ein solcher Film kommerziell ein Erfolg sein kann. Und erst wenn er das ist, dann wird er eigentlich auch gefördert. Dann kommt dazu, in ganz vielen dieser Jurys in der Filmförderung sitzen Vertreter der Sender, da sitzen Redakteure der Sender. Die haben natürlich das Interesse, erstmal die Filme zu fördern, die sowieso auf ihrem Plan stehen, also die sie sowieso machen, die teuren Produktionen. Ja. Warum sollen sie das alles selber bezahlen, wenn sie sich das Geld nochmal aus der Steuerkasse holen können? Also da gibt es Interessenkollisionen. Deswegen sagen wir auch, wir wollen Jurys haben, die damit nichts zu tun haben. Lass mich was ergänzen. Im Öffentlich-Rechtlichen, also du findest kaum noch lange Dokumentarfilme. Also lange Dokumentarfilme, selbst bei Arte, das ist überall total zusammengekürzt worden, es ist wahnsinnig eingedampft worden. Und lange Dokumentarfilme haben dann vielleicht noch Auswertungsmöglichkeiten über Festivals, aber da kommt nicht wirklich irgendwie Geld drüber zurück. Das heißt, irgendwie viele Produktionsfirmen müssen versuchen, sich divers aufzustellen oder so aufzustellen, dass sie dann zum Beispiel internationale Koproduktion machen, dass sie einen Film irgendwie noch ins Ausland verkaufen etc. Also ich kann ganz aktuell vorlesen, das sind die Informationen, die wir jetzt zusammengetragen haben. Die Zahl der von den öffentlich-rechtlichen Anstalten beauftragten Erstsendeminuten, und davon leben freie Produzenten, sind seit Jahren rückläufig. Beim ZDF haben die Erstsendeminuten 2020 mit 57,1%, Ausgangswert 1964 waren 96,3%, einen Tiefstand erreicht. Das steht beim ZDF in der Unternehmensinformation. Die ARD hat den gleichen Trend. Zwischen 2009 und 2020 haben sich die Erstsendungen bei ARD und den Dritten um ca. 7% verringert, KFE-Bericht. So, der Anteil an dokumentarischen Programmen schwankt jedes Jahr, bildet aber insgesamt die Tendenz ab. Folgerichtig hat etwa die neue ARD-Programmchefin Christine Strobel verkündet, statt ca. 725 künftig nur noch 700 Dokumentationen pro Jahr produzieren zu können. Da seht ihr, wohin das läuft, und dieser Trend geht weiter. Wenn ich dann noch höre, dass man jetzt wie letzte Woche versuchen möchte, auch noch die politischen Magazine einzustampfen, dann frage ich mich, wo wir da bleiben. Ne? Nicht einstampfen, aber Monitor, aber gegen das heißt dann nur noch ein paar genau zu kürzen. Und wie geht es jetzt bei euch weiter? Hartz IV? Ist eine gute Frage. Also wir sind dabei, eben unser Modell weiterzuentwickeln. Man muss schon sagen, irgendwie weil Dokumentarfilmschaffende wirklich so unter einem wahnsinnigen Druck stehen und was wir vorhin schon mal sagten, nur 10% können überhaupt davon leben, sind CC-Lizenzen durchaus auch ein Reizwort. Irgendwie viele haben dann Angst, dass also die wenigen, die halt es geschafft haben, sich da irgendwie Geschäftsmodelle aufzubauen, die haben Angst, dass das dann irgendwie dadurch in Gefahr gerät. Was wir halt irgendwie machen, wir sind weiter im Gespräch, in Diskussion, auch mit unserem eigenen Klientel. Wir wollen uns in die Diskussion um den Medienstaatsvertrag einbringen und haben viele Gespräche mit politischen Entscheiderinnen und medienpolitischen Akteuren. Okay. Ja, cool, aber gibt es noch Fragen? Von da gibt es Fragen. Kann ich euer Mikro kurz? Dankeschön. Reizthema CC-Lizenz. Es geht darum, diese Dinge, die wertvoll sind für die Gesellschaft, in der Wikipedia unter anderem zugänglich zu machen. Das Geschäftsmodell besteht ja gerade in der Forderung nach einer Vollbezahlung, einem Total Buyout. Wie geht das zusammen mit der Befürchtung, dass ein Geschäftsmodell dadurch verunmöglicht werden soll? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe es eben schon mal gesagt in einer anderen Runde. Ich glaube, das liegt bei vielen Kolleginnen und Kollegen damit, hängt das zusammen, dass die Urheberrecht und Lizenz verwechseln. Das Urheberrecht bleibt immer beim Urheber, auch bei einer CC-Lizenz. Und das ist ja gerade das Tolle an dem CC-Baukasten. Ich kann eigentlich allen auch
Eventualitäten gerecht werden, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen Film Archivmaterialien reinnehme, für die ich jetzt bezahlen muss, dann kann ich dafür eine Lizenz erwerben und kann aber dann dafür sorgen, dass es zum Beispiel unter der stringentesten CC-Lizenz eben, dass es nicht weiterverwertet werden darf durch Dritte, weil das mir der Lizenzgeber nicht eingeräumt hat. Ich kann auch gerecht werden, zum Beispiel sehr sensiblen Inhalten, wenn es um Protagonisten geht. Weißt du, nicht jeder Protagonist, der mir ein, sagen wir mal, ein Interview gibt, möchte dann nachher, dass das von irgendeinem Rapper 10-mal hintereinander geschnitten wird und der sagt immer, ich finde scheiße, 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 scheiße. Ja, also wie gesagt, wäre mit einer normalen CC möglich? Ja, aber wie gesagt, das kann man alles einschränken. Aber das ist bei vielen noch nicht angekommen. Und ich denke, da ist es wirklich eine Chance, da, aber da muss auch was passieren. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man das erreichen, dass man den Leuten klar macht, worum es eigentlich bei CC-Lizenzen geht und was der Vorteil ist. Okay, und man muss aber noch mal darüber hinaus ergänzen. Also, ihr wisst ja selber irgendwie, aus welchen Ecken CC-Lizenzen entwickelt worden sind. Und bitte? Und naja, Filme sind wahnsinnig komplex. Also das hat jetzt gerade Tim ja schon erwähnt. Also das sind wirklich sehr komplexe Werke. Es gibt Filme irgendwie mit Archivmaterial, es gibt Filme, die gegebenenfalls Musiken drin haben, etc. Und man muss natürlich gucken, wo eventuell CC-Lizenzen bei bestimmten Filmen auch an ihre Grenzen geraten. Das ist ein Auswertungsprozess, den wir selber halt auch noch machen müssen, wo wir wirklich auch eine sehr detailgenaue Analyse machen müssen und wo wir dann auch sagen müssen, okay, wir bieten ein Alternativmodell an, das gegebenenfalls nicht für alle Filme funktioniert. So. Es ist, aber was du eben auch sagtest, ich meine, beim Total Buyout, das ist ja das, wovon wir reden, da ist eben die Frage, wo ist der Total Buyout anzusiedeln? Es gibt heute Rechenmodelle, die FFA zum Beispiel schon vorgesehen hat in den Kalkulationsformularen, wenn du sagst Total Buyout, da gab es ja das Ganze geht zurück auf den Kameramann, der das Boot gedreht hat, der ja dann nochmal geklagt hat, weil es so eben so oft und erfolgreich wiederholt worden ist und er meint, da muss er dran beteiligt sein. Ja, hat er recht. Gut, das kann man eben mit dem Total Buyout regeln. Ich glaube, aber das sind wirklich spezifische Probleme, die werden auch immer rangezogen, die kommen eigentlich mehr aus dem Spielfilmbereich. Wir reden hier von Dokumentarfilmen und das ist ein ganz anderer Bereich. Und wenn wir Dokumentarfilme machen, also ich wage mal zu bezweifeln, dass auch meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt erfolgreiche Filme gemacht haben, dass diese Filme sich über 20 Jahre so auswerten lassen, dass sie da hinten nach 20 Jahren noch nennenswerte Einnahmen produzieren. Mir ist es auf jeden Fall lieber, wenn ich vernünftig bezahlt werde, wenn ich einen Film mache und den abliefere und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Da brauche ich mich aber auch nicht zu scheren, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr nochmal hier 50 Euro und da 20 Euro und da 30 Euro und da 500 Euro kriege. Das ist dann ausgeglichen und ich kann mich auf den nächsten Film konzentrieren. Also ich denke, das muss man einfach, aber das ist auch ein Umdenkprozess, der für viele natürlich fremd ist, weil sie so nicht gewohnt sind zu arbeiten. Es spukt ja immer das Gespenst rum, ich könnte ja den ganz tollen Film machen und der ist dann der größten Kassenschlager. Naja, dann muss er aber auch 500 Millionen Zuschauer haben. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich jetzt mich ganz herzlich bei euch drei bedanken. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei euch. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. So, und wir gehen ins Closing. Und zwar, der 108. Netzpolitische Abend ist tatsächlich nur ein netzpolitischer Grill. Was heißt nur? Der wird auch hier stattfinden und der 108. Netzpolitische Abend findet erst im September statt. Das ist der 7.9. Es ist ein Wahlspezial und wir hoffen, dass ihr einschaltet oder vielleicht sogar auch schon vor Ort sein könnt. Wer weiß. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.